Der erste Auslandseinsatz für die IGO-Redaktion. Es geht nach Italien. Nach dem Leitsatz »We change ourselves to change the world« lebt dort il popolo degli Elfi, zu Deutsch das Elfenvolk. 200 Menschen, die in den Bergen der Toskana leben und sich in Dörfern mit Fantasy-Namen wie Avalon und Bruchtal zusammengeschlossen haben. Sie versorgen sich selbst und leben ohne Strom, ohne fließendes Wasser, ohne Geld. So heißt es. Wir wollen sie kennenlernen. Zu zweit fahren wir mit dem Auto los. Auf gut Glück. Wir haben keine Ahnung, wo genau die Elfen leben und vor allem wie. Deshalb nehmen wir mal lieber unsere Campingausrüstung mit. Mehr als ein paar vage Beschreibungen und handgekritzelte Karten haben wir im Internet nicht gefunden. Unser vorläufiges Ziel? Das Dorf Cantagrillo in der Provinz Pistoia. Angeblich das letzte Stück Zivilisation vor Avalon, dem größten Elfendorf. In der örtlichen Bar kennt man angeblich den Weg. 8 Stunden Autofahrt später kommen wir in der Toskana an. Es ist Mittagszeit, auf der Straße ist kaum was los, die meisten Geschäfte haben zu und von der Bar keine Spur. Wir fragen in der Tankstelle nach. Il bar di Cantagrillo, abbiamo sentito che c'è solo un. Poi c'è più avanti un circolo. Ok. Dall'altra parte della strada. E poi un altro ancora più avanti. Comunque, vi conviene andare dall'altra parte della strada al prossimo. So ganz passt die Beschreibung nicht. Wir fahren ein paar Mal die Hauptstraße entlang und finden die Bar dann doch noch. Die alte Bardame kennt tatsächlich ein paar Elfen und erklärt uns den Weg. Die Straße rauf und einfach immer weiter, ungefähr 5 bis 7 Kilometer. Dann gibt es noch ein Schild zu Villa Fiorita, Blumenhaus sozusagen. Und dann sind sie da. Es geht bergauf und ab. Irgendwann hört die geteerte Straße auf und der rote Polo ruckelt über Schlaglöcher und staubigen Schotter. Tatjana schwitzt. Es hat 40 Grad und sie hat Angst um ihre Stoßdämpfer. Ob wir hier richtig sind? Dann endlich der Wegweiser. Wir sind in Avalon. Das Dorf entpuppt sich als altes Bauernhaus, in dem die Elfen leben. Drumherum gibt es noch einige Lehmhütten, einen Bauwagen und ein paar Zelte zwischen den Olivenbäumen. Das Haus scheint wie ausgestorben, die meisten Elfen halten noch Nachmittagsschlaf. Die, die wach sind, begrüßen uns herzlich und erklären uns, wo wir unser Zelt aufstellen dürfen. Und zu essen bekommen wir auch noch was. Nach einem Tag der Odyssee zu den Elfen wollen wir jetzt nur noch eines: schlafen. Gute Nacht, Christina. Gute Nacht, Tatjana. Egal ob in der deutschen Reihenhaussiedlung oder in der Hippie-Kommune in der Toskana, warum muss immer irgendwer um 6 Uhr morgens Rasen mähen? Na gut, Zeit aufzustehen. Wir gehen zurück ins Bauernhaus und treffen dort Clara. Sie ist gerade im sogenannten Hexenzimmer. Hier stellen die Elfen ihre Medizin her. Clara lebt mit ihrem Mann und den 3 Kindern seit 7 Jahren in Avalon. Die meisten Elfen leben nicht ständig hier oder kommen nur für ein paar Wochen oder Monate. Wir wollen von Clara wissen, was das Besondere an dem Leben hier ist. In Avalon ist es nicht so einfach zu leben, eben weil die Leute so schnell kommen und dann weggehen. Und es ist schwierig, hier ein gewisses Gleichgewicht auch in der Beziehung mit den Leuten. Es verlangt viel Arbeit, weil wir eben in dieser Gesellschaft, in diesem bestimmten historischen Moment in dieser Gesellschaft sind. Was zu tun ist, um das besser zu machen, das sieht man hier ganz genau. Hier ist es wirklich ein guter Platz, wo man gut an sich arbeiten kann, wenn man will. Aber es ist ein Fehler zu denken, dass es reicht, hier zu leben und auf dem Land zu leben und es ist alles gemacht. Die Elfen kochen mit Feuerholz und kommen ohne Toilette aus, aber so ganz wollen sie dann doch nicht aufs alte Leben verzichten. In Claras Schlafzimmer liegt ihr Handy, im Backzimmer steht die Stereoanlage. Zum Abschied schreibt sie uns ihre E-Mail-Adresse auf. Wenn sie bei ihren Eltern zu Besuch ist, hält sie übers Internet Kontakt mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt. Nach 2 Tagen geht es für uns schon wieder zurück nach München. Nach keiner unserer Recherchen waren wir bisher so dreckig wie jetzt. Und auch wenn die Tage für uns sehr anstrengend waren, verlassen wir das Dorf ziemlich entschleunigt und tiefenentspannt.
Irgendwas ist also dran an dem Leben mit der Natur.